Dem 43-jährigen Thomas Bareis, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, steht Großes bevor. Er ist Mitglied der neuen Regierung in Berlin und soll Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seiner Arbeit unterstützen. Nun steht es fest. Thomas Bareis wird parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und es gibt viel für ihn zu tun in Berlin. Ich freue mich sehr darüber, dass man mir das zutraut und diese spannende herausfordernde Aufgabe die nächsten Jahre anpacken darf. Das Bundeswirtschaftsministerium ist ein tolles Ministerium. Wir sind ja immerhin eine der größten Industrienationen der Welt. Insofern ist es auch eine ganz, ganz spannende Aufgabe, hier die Weichen mitzustellen und hoffentlich auch Deutschland weiterhin erfolgreich zu halten. Seine Aufgaben in Berlin würden durch dieses Amt natürlich vielfältiger. Dennoch will der 43-Jährige seinen Wahlkreis auf keinen Fall vernachlässigen. Ich bin hier nach wie vor zu Hause im Zollernalbkreis, Landkreis Sigmaringen. Ich hoffe, dass ich auch durch meine Tätigkeit, natürlich auch in Berlin und durch die Staatssekretärsrolle, auch mein persönliches Gewicht etwas verstärken kann und dass auch Projekte und Themen dann auch für die Region dann auch dann etwas rausspringt. Auf die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier freue er sich ganz besonders. Seit 2014 ist Bareis schon Beauftragter für die Energiepolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Seine Erfahrung kann er nun auch in seinem neuen Amt einbringen. Letztendlich ist man politisch gesehen ein Stück weit der Vertreter auch des Ministers. Man übernimmt ganz konkrete Aufgaben auch im Ministerium. Ich hoffe, dass ich in meinem Bereich Energie dann schwerpunktmäßig arbeiten kann, also Energiepolitik, Energiewende, Netzpolitik, da gibt es ja ganz, ganz große Themen auch für die nächsten Jahre. Und für den Bereich soll ich zuständig sein im Ministerium, das wird aber noch die nächsten Tage noch besprochen. Aber auch Themen wie die Handelspolitik, beispielsweise die aktuelle Lage in den USA, die auch für die regionale Industrie und Wirtschaft eine große Rolle spielen, sind brandaktuell. Die genauen Aufgaben und Tätigkeiten, die jetzt auf Thomas Bareis zukommen, werden sich aber in den kommenden Tagen herauskristallisieren.